Tauben, zu Recht unbeliebt? Warum haben die Stadtvögel so ein schlechtes Image? Und Olaf Wildeboer, der Hannoveraner, ist Bootsbauer und baut in seiner Werkstatt echte Unikate zusammen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Taubenschwärme sind ein häufiger Anblick in der Stadt. Doch der Vogel hat einen eher negativen Ruf in der Öffentlichkeit. Umso erstaunlicher ist es, dass die Taube in der Abstimmung zum Vogel des Jahres 2021 ganz vorn mit dabei ist. Carrie Ann Butler hat mehr für Sie herausgefunden. Die Wahl zum Vogel des Jahres geht wieder in die nächste Runde. Ausgerichtet wird sie vom NABU seit den 70er Jahren. Sensibilisierung für die Umwelt, das ist das Hauptaugenmerk der Aktion. Ziel der Aktion ist es, dass wir auf Lebensräume aufmerksam machen, auf Vögel, die gefährdet sind, teilweise aber auch nicht gefährdet, die mit dieser Aktion in den Fokus rücken und eben den Vogel und seine Lebensumfelder damit zeigen wollen. Besonders überraschend, die Stadttaube ist in der Abstimmung ganz weit vorn. Sie hat es mit der Vorwahl in die Top 10 Vögel geschafft und könnte sich gegen Amsel oder Rotkehlchen behaupten. Die Öffentlichkeit hat allerdings ein ziemlich negatives Bild von der Taube. So soll sie Krankheiten übertragen und dreckig sein. Ratte der Lüfte, diesen Namen kennt wohl jeder Städter. Dabei sind Tauben eigentlich sehr reinliche Tiere, die sogar als Friedenssymbol verstanden werden. Erst das Lebensumfeld Stadt hat zu dem negativen Sinneswandel geführt. Eine Taube fühlt sich in der Stadt ganz wohl, weil sie ursprünglich als Brutvogel an der Küste lebt und von daher die Häuserschluchten auch ganz attraktiv sind für eine Taube. Die braucht nicht viel. Also ist auf ganz karges Gelände eigentlich spezialisiert und hat sich da eben rasant vermehrt, weil sie eben viel Nahrung bekommt durch weggeworfenes Essen und eben dann auch häufig brütet. Und dadurch kam dann der Ruf. Das Zusammenleben von Taube und Mensch wird durch das gezielte Aufstellen von Taubenschlägen verbessert. In Hannover gibt es mittlerweile 5 in der Stadt verteilt. Sven Lachmund erklärt, warum Taubenschläge sinnvoll sind. Gerade die Jungtauben fliegen eher hier rein, als sich eine neue Nistmöglichkeit unter einer Brücke zu suchen. Und das ist eigentlich auch das große Ziel, dass man sie hier reinlockt, dass sie halt nicht an anderen Stellen brüten. In den Taubenschlägen können Tauben nicht nur ausreichend mit Futter versorgt werden, auch die Population kann durch gezieltes Austauschen der Eier durch Attrappen kontrolliert werden. So müssen die Vögel nicht auf Futtersuche in der Stadt gehen und unter Brücken nisten. Warum das aber nur der Anfang für den Schutz der Vögel ist, erklärt Sven Lachmund. Ein großes Problem ist aber, dass oft nicht nachgezogen wird, gerade von Gebäudebesitzern. Eigentlich müsste man die Nistmöglichkeiten in der Umgebung auch versiegeln, am besten mit Netzen, die auch wirklich sicher angebracht sind, nicht, dass da auch andere Vögel drin hängen bleiben. Die Stichwahl zum Vogel des Jahres startet wieder am 18. Januar. Ob die Taube das Rennen macht, bleibt also noch offen. Fest steht, Mensch und Taube gehören beide zum Stadtleben. Die Taube als Spitzenreiter kann allerdings auch einen Wandel hin zu einem positiveren Bild der Vögel anstoßen. Und wir sind bei den Nachrichten des Tages. Für Sie zusammengefasst von Martin Schlüter. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Julia Willi Hamburg, wirft der Landesregierung vor, Vertrauen zu verspielen. Kein Kurs sei in der Corona-Krise mehr erkennbar. Ministerpräsident Weil lasse jede Strategie vermissen. Diese Landesregierung verspielt zusehends das Vertrauen der Bevölkerung in ihre Corona-Maßnahmen. 3 Tage lang wehrte sie die Argumente von Verbänden, Initiativen und aller 4 Landtagsfraktionen ab, doch bitte Kinder von der strikten Einschränkung bei Privatbesuchen auf 1 Person auszunehmen. Dieses unwürdige Hin und Her wirft die Frage auf, wie seriös und vorausschauend die Landesregierung eigentlich gerade arbeitet. Wenn die Corona-Verordnung mittlerweile ein Verfallsdatum von nur noch wenigen Stunden hat, dann sind die Maßnahmen bald für niemanden mehr nachvollziehbar. Das gilt beispielsweise auch für die geplante Teilöffnung der Grundschulen ab kommenden Montag. Die Region Hannover hat jetzt ihre Allgemeinverfügungen zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckungen überarbeitet und zusammengefasst. Demnach besteht unter freiem Himmel immer dann die Pflicht, Masken zu tragen, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht zuverlässig eingehalten werden kann.
Am Maschsee herrscht ab sofort zwischen 10 und 16 Uhr am Nordufer und am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer eine generelle Maskenpflicht. In Fußgängerzonen sind montags bis samstags von 8 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 16 Uhr auf Wochenmärkten von 7 bis 18 Uhr Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen. Fast eine Woche hat es gedauert, bis der Corona-Impfstoff in allen Landkreisen in Niedersachsen angekommen ist. Zu lange, finden die Grünen. Landesvorsitzender Hans-Joachim Janssen ist heute bei uns im Studio zu Gast. Guten Tag, Herr Janssen. Guten Tag. Was hätte denn bei der Verteilung des Impfstoffes besser laufen müssen? Naja, man kann zunächst auf jeden Fall mal feststellen, dass am 26. Dezember bereits die ersten 60.000 Impfdosen in Niedersachsen angekommen sind und am 30.12. nochmal wiederum 50.000. Wenn dann am 4. Januar nur ungefähr 6.000 Menschen geimpft worden sind, dann ist das deutlich zu wenig. Das heißt, man hätte in der Logistik weiter sein müssen, man hätte es besser organisieren müssen. Und das heißt vor allem halt auch, dass die mobilen Impfteams vor Ort in den Altenheimen sozusagen empfangsbereit sind, dass die Unterschriften vorliegen, die Einverständniserklärungen vorliegen und ähnliches mehr. Ich glaube, da war zumindest noch Luft nach oben. Das hätte besser organisiert werden müssen. Wieso wird denn in Niedersachsen im Vergleich zu anderen Bundesländern so wenig geimpft? Das war in der Anfangsphase so. Mittlerweile muss man ja sagen, hat Niedersachsen aufgeholt und steht im Moment an der Spitze der Bundesländer, die am meisten impfen. In der Summe aufgrund des anfänglichen Verstolperns halt immer noch auf dem dritt- oder viertletzten Platz so ungefähr. Aber Niedersachsen holt da im Moment auf. Von daher sind die Anfangsschwierigkeiten, so wie ich das im Moment sehe, zumindest überwunden worden. Trotzdem verfolgt Niedersachsen eine andere Strategie. Zum Beispiel hält Niedersachsen die Hälfte der Impfdosen zurück, damit man nachimpfen kann. Das machen andere Bundesländer anders. Wie stehen Sie denn dazu? Ja, grundsätzlich bin ich schon der Auffassung, dass man die Impfdosen hätte zunächst komplett verimpfen sollen. Bloß dieser Anfangseffekt, nämlich dass man in den ersten drei Wochen dann mehr Erstimpfungen durchführt und damit auch mal eine Art Grundschutz für mehr Menschen erzielt, der relativiert sich natürlich mit dem Zeitablauf. Weil nach drei Wochen pendelt sich das wieder ein, weil das ist dann die Frage, ob man die aus der zweiten Lieferung verimpft oder ob man die zurückgestellten aus der ersten Lieferung verimpft und die aus der zweiten Lieferung dann direkt verimpft. Also da relativiert sich das nach mehreren Wochen. Ich hätte es besser gefunden, weil es natürlich dann dazu führt, dass ein größerer Anteil einen schnelleren Impfschutz hat zu Anfang. Gut, aber das ist durch Zeitablauf mittlerweile erledigt. Was hätte denn passieren können, wenn der zweite Impfstoff nicht rechtzeitig ankommt in den 3 bis 4 Wochen? Ich glaube, das ist ein theoretisches Problem. Der Bund hat sehr klare Zusagen gemacht, wann wie viel Impfstoff ankommen soll. Und bislang sind auch diese Lieferzusagen eingehalten worden. Ja, es gab eine zweitägige Verzögerung Ende letzten Jahres. Man hätte die 110.000 Impfdosen auch in 1 kriegen können oder etwas früher. Aber das war eine minimale Verzögerung, die überhaupt keine Auswirkungen hätte, wenn man das etwas 2-3 Tage später impft. Das spielt keine große Rolle. Da sind sich auch alle Infektologen, alle Virologen einig. Wieso ist es denn so wichtig, dass jetzt schnell und viel geimpft wird? Ja, das ist im Prinzip das A und O, die einzige Chance, diese Pandemie auch wirklich in den Griff zu bekommen. Und auch das RKI geht davon aus, dass schon bei der ersten Impfung eine 50-prozentig geringere Wahrscheinlichkeit der Infektion besteht und eine 75-prozentige geringere Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs. Und deshalb ist es wichtig, schnell auch die ersten Impfungen durchzuführen. Welche Gruppen sollten nach den Altersheimen und den über 80-Jährigen denn zuerst geimpft werden? Ja, im Moment sind wir ja sozusagen bei Altersheimen und Pflegeheimen. Ganz wichtig ist es, dass bereits jetzt Vorsorge getroffen wird, dass vor allem auch diejenigen, die zu Hause gepflegt werden, der überwiegende Anteil übrigens derjenigen, die pflegebedürftig sind, dass auch diese Gruppen schnell geimpft werden können. Und es ist ganz wichtig, dass dafür die organisatorischen Voraussetzungen jetzt geschaffen werden, auch unter Einbeziehung der Hausärzte. Und dann völlig klar, wenn man mit den über 80-Jährigen durchgekommen ist, dann die nächste Kategorie der unter 70-Jährigen. Hinzu kommt natürlich grundsätzlich alle diejenigen, die besonders gefährdet sind, weil sie eben in Einrichtungen arbeiten, ob das medizinisches Personal ist, ob das Pflegepersonal ist. Aber wie ich empfinde, halt auch Lehrerinnen und Lehrer, die ja zum Teil
durchaus auch weiterhin zumindest in Grundschulen Präsenzunterricht haben. Auch glaube, auch da ist es wichtig, daran zu denken, diese Personengruppe nicht hinten anzustellen. Okay, jetzt vielleicht noch zum Schluss eine kleine Prognose. Wann rechnen Sie denn mit einem geimpften Niedersachsen? Naja, da muss es noch deutlich schneller gehen als das, was wir jetzt haben. Wir haben im Moment eine tägliche Impfquote von ungefähr 7.500. Wenn man das hochrechnet, dann sind wir im Jahre 2022 noch nicht durch. Da wünsche ich mir doch sehr, ich gehe auch davon aus, dass wenn die Impfzentren öffnen und der Nachschub flotter fließt an Impfstoff, dass man dann schneller durch ist. Also ich wünsche mir und hoffe sehr, und darauf muss, glaube ich, auch alles politische Handeln ausgerichtet sein, dass wir im Herbst diesen Jahres die Immunität erreicht haben, dass wir nicht wieder in einen solchen Winter laufen wie jetzt. Das müssen wir in jedem Falle vermeiden. Vielen Dank, Hans-Joachim Janssen, für die Information. Gerne. Bei uns geht es jetzt weiter mit einer alten Handwerkskunst. Olaf Wildeboer ist einer der wenigen Bootsbauer in Deutschland. Der Hannoveraner stellt in seiner Werkstatt einzigartige Kanus oder Renneiner her. Am Ende steht immer die Freude, wenn das Boot endlich im Wasser schwimmt. Svenja Haas über ein altes Handwerk. Olaf Wildeboer heiße ich. Ich stamme aus Hannover, habe aber lange Jahre in Schweden gearbeitet als Boots- und Schiffbauer. Bin jetzt seit 9 Jahren in dieser neuen Bootsbauwerkstatt in Hannover und produziere Sportruderboote für Rennruderer, für Breitensportruderer, und damit vertreibe ich hier meine Zeit. Ich habe meine Ausbildung begonnen 1993 bei einer kleinen Bootswerkstatt in der Nähe von Celle, dann 3 Jahre gelernt, bin also jetzt seit knapp 22 Jahren in dem Beruf tätig. Im Moment bin ich dabei, hier einen Renneiner zu bauen, der ist ziemlich exakt zur Hälfte fertig. Als nächstes werde ich an diesem Boot die Decks anpassen. Es ist ja oben noch offen. Wenn es so benutzt werden würde, könnte man sich schnell vorstellen, würde es innerhalb von Minuten vollschlagen und absaufen. Und zwischendurch muss ich aber die ganzen Holzteile, die man noch sehen kann, noch mehrere Male lackieren. Denn die dürfen natürlich nicht ungeschützt sein. Wenn Feuchtigkeit rankommt, würde das Holz sonst Schaden leiden, logischerweise. Ein Abschnitt fertig. Jetzt mache ich einen Zwischenschritt und muss den daneben gekleckerten Lack ein bisschen entfernen. Aber das Interessante ist immer, dass man jede Aufgabe aufs Neue hat und immer neue Lösungen finden muss. Es ist nie ein Boot wie das andere. Ich produziere halt nicht in Serie, nicht von der Stange, sondern für jeden einzelnen Sportler mehr oder minder ein Unikat. Der mittlere Bereich ist soweit in Ordnung. Jetzt gehe ich zu den kniffligen Ecken und arbeite in den Spitzen. Hier vorne haben wir den Bug, das vordere Ende des Bootes. Man sieht, wie schmal es ist. Nach einem Meter hat es eine Breite von 15 cm erreicht. Und hier vorne in dieser Spitze hat der Handwerker immer die Mühe, mit dem Pinsel überhaupt reinzukommen und sich dabei möglichst nicht komplett selber einzusauen. Es gibt nicht sehr viele Bootsbauer in Deutschland, vielleicht 3.000 oder 4.000, die diesen Beruf ausüben. Ich war immer schon sehr, sehr interessiert an Wassersport und bin technisch interessiert gewesen. Bootsbauer hat den großen Vorteil, dass man eben mit allen möglichen Materialien arbeitet, Holz, Kunststoff als auch Metall. Und das macht es sehr, sehr abwechslungsreich. Es ist also nie ein Arbeitstag wie der andere. Wenn dann die letzte Lackierung endlich gemacht ist, manchmal klappt sie nicht auf Anhieb, dann muss man es wiederholen, ganz normal. Dann ist das schon sehr, sehr zufriedenstellend und sehr, sehr schönes Gefühl, dann ein neues Boot hergestellt zu haben. Klappt. Und manchmal, wenn ich dann vor Ort ein Boot ausliefere und der Nutzer sich nicht traut, die erste Fahrt zu machen, dann bin ich halt derjenige, der es ausprobieren soll.
Und das ist schon eine sehr tolle Sache, wenn man dann feststellt, es funktioniert alles so, wie es soll und das Boot schwimmt. Der Vonovia Award für Fotografie lädt Nachwuchs- und Profifotografen dazu ein, das Thema Zuhause zu inszenieren. Dabei kann man genau das abbilden, was man selber unter dem Begriff versteht. Und ein Zuhause, das kann ein Ort oder ein Gefühl sein, sieht deswegen für jeden anders aus. Das war's für heute. Wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder bei 0511 um 18:45 Uhr.